Ein Herz für YouTuber. Mrs. Chaosmacherin hat einen kleinen Wettbewerb ausgerufen, bei dem jeder YouTuber einfach mal Kanäle vorstellen kann. Hintergrund ist, einfach mal auf die Kanäle aufmerksam zu machen, wo jeder denkt, die könnten doch eigentlich noch mehr Abonnenten und mehr Zuschauer vertragen. Hallo zusammen. Ja, ich bin jetzt einigermaßen überrumpelt. Heute Nacht habe ich nämlich noch ein Video von Kioma02 gesehen, das als Videoantwort an die Miss Chaosmacherin gerichtet war. Sein Titel war Ein Herz für YouTuber. Jetzt ist man bei Kioma02 ja schon einiges gewohnt. Dementsprechend war ich da auch etwas überrascht. Noch viel mehr überrascht oder überraschter war ich, als ich dann kapiert habe, um was es nämlich geht. Mrs. Chaosmacherin hat hier, ja, ich sag mal, einen kleinen Wettbewerb ausgerufen oder eine kleine Aktion ausgerufen, bei der es ihr einfach mal darum geht, dass jeder ein paar Kanäle vorstellt, um so ein bisschen Hilfestellung sich gegenseitig zu geben. Wen gibt's denn noch alles auf YouTube? Wo sind denn da interessante Kanäle? Okay. Ich habe mich dazu entschlossen, ich mache jetzt hier einfach auch mal ein Video, und zwar ohne großartig Schnitte. Also dementsprechend wird euch jetzt mein Äs und Irms und sonstige gedanklichen Aussetzer, die ich ja normalerweise immer rausschneide, da war es zum Beispiel schon einer. Also die werde ich euch eiskalt mit servieren. Das soll hier ganz schnell gehen. Kioma hat auch in seinem Video gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne von Zuschauern wäre nicht allzu groß. Na, ich glaube, ganz so stimmt das nicht. Trotzdem will ich mich relativ kurz halten. Ich habe mir einfach mal aus meiner Abo-Box 5 Kanäle rausgesucht. Da trifft es nicht jeder mit einfach nur so weniger als 10.000 Abonnenten, ja, aber das sind alles Kanäle, bei denen ich sage, da wäre es toll, wenn man die noch entsprechend ein bisschen bekannter macht, wenn andere Leute das kennen. Warum das im Einzelnen so ist, das erzähle ich euch dann einfach nochmal ganz kurz mit dazu. So, jetzt drehe ich mich um und dann kommt auch schon gleich der erste Schnitt. Dann seht ihr nämlich auf meinem Monitor hinter mir schon den ersten Kanal eingeblendet. Der erste Kanal, den ich euch vorstellen mag, heißt Tobi spielt Spiele. Und zwar ist es der Kanal von einem Freund von mir, dem Tobi. Und ja, der Tobi ist eigentlich so die zweite Hälfte des About Games Podcasts. Den er zusammen mit dem Ralf Zimmer betreibt, ein anderer Freund von mir. Und ja, neben Podcasten und Spiele spielen, muss man beim Tobi eigentlich auch wissen, Tobi hat irgendwas, und dafür tötet er mich jetzt, wenn ich das sage, irgendwas Sozialwissenschaftliches studiert, also irgendwas, was normalerweise in die Arbeitslosigkeit geht, wenn man nicht in der Uni oder an der Uni bleibt. Und sein großes Thema sind immer Auswirkungen von Computer- und Videospielen auf Menschen und auf Gesellschaft und so weiter. Also mit Tobi kann man sich immer ganz lang über ja, Auswirkungen von Moralsystemen und weiß der Teufel nicht mehr alles in der Richtung unterhalten. Der About Games Podcast ist auch immer entsprechend von so einer Themenwahl mitgetrieben. Eigentlich dürfte das gern auch, wenn es nach mir geht, als Vlogs hier auf YouTube veröffentlichen. Aber ich weiß nicht, ob er sich traut, einfach so vor die Kamera zu sitzen, ob da nicht Podcasten eher so sein Ding ist. Ja, in seinem Channel stellt er aber immer wieder mal Spiele vor, die er aus besonderen Gründen ganz besonders interessant findet.
Das sind manchmal einfach Spiele, die es erst im Alpha-Stadium gibt, ja, wo er dann sagt, so hier, dieses Spiel ist jetzt gerade irgendwo mal aus der Versenkung erschienen. Finde ich ganz interessant. Probiert es einfach mal aus oder beobachtet doch einfach mal, wie das Ganze hier läuft. Guckt euch den Channel einfach mal an. So, den zweiten Channel, den ich euch vorstellen will, das ist Nico Rosberg TV. Der hat jetzt schon ein bisschen mehr als die 10.000 Abonnenten, die als Schwelle genannt wurden. Ich glaube aber, der Channel könnte trotzdem noch mehr Abonnenten und allgemein mehr Zuschauer vertragen. Das ist nämlich tatsächlich der offizielle Vlog-Channel von dem Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg. Wer Nico Rosberg nicht kennt, aber vielleicht mit dem Namen Rosberg schon was anfangen kann, ja, das ist auch der Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg. Und Nico, der in Wiesbaden geboren ist, hat irgendwann einfach mal angefangen, so als kleines bisschen Special Fanservice einen Camcorder in die Hand zu nehmen oder irgendjemanden, der ihn im Umfeld der Formel 1 immer wieder begleitet. Also ich weiß gar nicht wer, vielleicht seine Betreuerin oder wer da alles immer rumhüpft. Naja, den drückt er halt gern einfach mal den Camcorder in die Hand und erzählt nach jedem Formel 1 Rennen normalerweise, aber auch vielleicht was oder auch ab und zu auch mal zwischendurch, wie er denn so das Rennen bzw. was er gerade getan hat, erlebt hat. Und ich finde das ungemein erfrischend, als jemand, der die Formel 1 eigentlich sonst nur im Fernsehen erlebt und da natürlich auch die entsprechend gefilterte Berichterstattung nur kennt, ist es doch immer wieder ganz toll, wenn da mal tatsächlich so ein ja, Millionenverdiener, muss man ja schon wirklich sagen, sich da traut, entsprechend wie wir YouTuber eben halt so sind, einfach vor die Kamera zu stehen und zu sagen, hey Leute, so und so lief das Ganze, so sah es aus und das lief gut, das lief blöd, so geht es mir gerade dabei. Finde ich persönlich super. Ich weiß gar nicht, ob mehr Sportler sowas machen. Ich persönlich verfolge ja aktiv als Zuschauer nur die Formel 1 insofern. Ja, und im Formel 1 Umfeld ist aber tatsächlich eine Besonderheit. Also habe ich noch nicht erlebt, dass das ein anderer Pilot auch so macht. Solltet ihr jetzt aber wissen, dass es auch noch andere Sportler gibt, die das ähnlich handhaben, die auch Vlogs drehen, dann schreibt mir doch das doch mal bitte in die Kommentare. Wäre immer wieder ganz dankbar. So, und damit habe ich auch meinen Community-Auftrag nochmal zusätzlich erfüllt und komme jetzt zum nächsten Channel. So, der nächste Channel, den ich euch vorstelle, das ist jetzt ein absolutes Underdog. Das ist nämlich der Channel der Band Dender aus Karlsruhe. Dender ist, wie bezeichnet man die? Ja, so ein bisschen Alternative Rock, würde ich schon sagen, ein bisschen College Rock mäßig angehaucht. Auch wenn Dennis und die Jungs eigentlich doch schon alt genug sind, um College oder Universität, Hochschulen und so weiter längst verlassen zu haben. Und die machen eigentlich ganz coole Mucke. Ein Kumpel von mir, der Carsten, der spielt bei denen am Bass. Eigentlich darf ich gar nicht erwähnen, dass Carsten exakt genau gleich alt ist wie ich. Also dementsprechend hat er Uni-Zeiten dann doch schon hinter sich. Okay, ich verrate jetzt aber nicht, wie alt ich bin. Ja, auf alle Fälle, die machen ab und zu immer wieder mal so im Rahmen ihrer Musik auch Musikvideos und stellen die hier auf YouTube zur Verfügung. Und da ich eigentlich immer ein ganz großer Fan von ehrlicher, handgemachter Musik bin, freut mich das auch immer, wenn entsprechend hier mal das eine oder andere Video kommt. Könnt ihr nach meiner Auffassung aber gerne mehr sein. Ja? Also Jungs, haut da einfach mal raus, lasst einfach die Kamera immer mitlaufen. Das ist cool, was ihr macht, auch wenn ihr bloß mal wieder irgendwo in einer roten Taube oder so vor 50 Leuten spielt. Das ist immer super. Den vierten Channel, den ich euch vorstellen will, das ist Black Forest Barbecue. Beziehungsweise Black Forest BBQ.
Das ist ein Channel, den habe ich auch erst vor einigen Tagen entdeckt, finde ich aber richtig cool. Es handelt sich dabei nämlich um einen aus Amerika nach Deutschland emigrierten, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das jetzt korrekt heißt. Also er ist von Amerika ausgewandert. Er ist, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig mitgekriegt habe, eigentlich Texaner. Und die Texaner sind ja für ihr Barbecue, also ihr Grillgut, bekannt. Und dementsprechend geht es in seinem Channel auch vornehmlich ums Grillen. Und da er jetzt halt hier in den Schwarzwald gezogen ist, da kommt jetzt mein Lokalpatriotismus wieder ein bisschen raus. Kombiniert er halt so diese beiden Elemente, also Grillen, Barbecue-Style, Texas-Style, mit dem, was es auch so typischerweise in Süddeutschland, also so im Schwarzwald, bevorzugt gibt. Und ja, es macht einfach Spaß zuzugucken und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn man da mal wieder einen Grill rausholen kann. Dann werde ich mich da sicherlich auch von ihm inspirieren lassen und mal ein bisschen was selber grillen. Ja, und dann komme ich jetzt schon zu meinem letzten Channel, den ich vorstellen will. Da geht es auch ums Kochen. So, den letzten Channel, den ich euch vorstellen mag, ist der Channel Ahmed Kocht. Und wie man schon am Namen erkennen kann, ist Ahmed eigentlich Türke. Ich muss dazu sagen, auf den Channel Ahmed Kocht bin ich auch nur sehr zufällig gekommen. Die Tochter von Ahmed ist nämlich auch eine Freundin von mir. Und ich wusste zwar, dass ihr Vater also Koch mit Leidenschaft ist, ja. Dass er sich jetzt aber von seinem Sohn schon dazu hat nötigen lassen, einen YouTube-Channel zu machen. Fand ich ganz groß, ja, also super. Als er noch sein Restaurant hatte, habe ich immer wieder mal bei ihm gegessen und dachte mir damals schon so, oh Mann, schade, dass so jemand einfach hier bloß so einen kleinen Laden hat, ja, jemand, der so mit Leidenschaft kocht und so gut kocht, der hat es doch eigentlich verdient, dass ihn richtig viele Leute kennen und mit YouTube ist das jetzt wohl gerade so der Weg dahin. Ja, also er und sein Sohn, die stecken da ganz viel Arbeit in ihre Videos. Und das macht auch immer Spaß, denen zuzugucken. Und ja, ich bin auch schon die ganze Zeit am durch die Gegend sticheln, wer sich denn jetzt endlich mal traut, also so in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wer sich denn jetzt endlich traut, da mal konkret was nachzukochen. Ja. Ich bin auch schon fast ja, so weit, dass ich selber mal mich an den Herd schwinge und das Ganze probiere, aber gemeinsam Sauerei machen. Das wäre eigentlich was für so ein Let's Koch oder so. Naja, mal gucken. Vielleicht finde ich ja ein Opfer, der da mal mitkocht und dann wird es. Auf alle Fälle, Ahmed kocht ganz toll. In meinem Top 5 der absolute Top-Kanal schlechthin, hat auch schon, ich glaube, über 10.000 Abonnenten mittlerweile international, hat es auch echt verdient und ich wünsche ihm, dass das ganz schnell 100.000 und 1 Million werden, weil ein Türke, der auf Deutsch, auf YouTube, also international seine Kunst vorstellt, der sorgt nicht nur fürs leibliche Wohl, sondern tut praktisch mehr für die Völkerverständigung, als man sonst oder wie man sonst gern machen könnte. So, okay, das waren jetzt meine 5 Kanalvorstellungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, ich habe zeitlich nicht allzu sehr überzogen, dass ihr euch gelangweilt habt. Ja, das war jetzt so ein Video außer der Reihe. Ich bin auch gar nicht wirklich rasiert, sehe also so ein bisschen aus wie Don Johnson in den 80ern, auch wenn ich nicht seinen Bartwuchs habe. Am Montag geht es ganz normal weiter mit meinen regulären Videos. Jetzt muss ich auch aufhören, weil so langsam fängt meine Stimme an zu versagen. Blöde Erkältung. Naja gut,
aber guckt doch auch mal bei den Videos von den anderen vorbei. Ich verlinke euch auch mal noch die Liste dazu. Und vielen Dank an die liebe Mrs. Chaosmacherin für die tolle Aktion. Ja, ich hoffe mal, sowas gibt es auch weiterhin. Bis dann. Ciao.